Ist Ihr Blutdruck auch zu hoch? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Und jetzt neu, Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Information unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Multibanking ist einfach. Egal von welcher Bank. Bei uns verwalten Sie alle Konten und Depots im Online-Banking und in der Sparkassen-App. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz für Ostsachsen und Südbrandenburg. Täglich ab 18 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 12. Juli. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Viel Spaß und gute Laune herrschen am Wochenende im Familienpark in Hoyerswerda. Unter dem Motto Remi Demi im Park lud die Genossenschaft Lebensräume groß und klein zum Erlebnisnachmittag ein. Highlight in diesem Jahr waren Songs von Udo Lindenberg, live gesungen von einem Double und auch von Lebensräume-Chef Axel Fietzek. Mehr dazu und weitere Meldungen sehen Sie jetzt. Die größte Party des Jahres bisher in Hoyerswerda wurde am Sonntagnachmittag im Familienpark an der Straße des Friedens gefeiert. Die Genossenschaft Lebensräume und die AWO Lausitz hatten zu Remi Demi im Park geladen und gefühlt die halbe Stadt war auf den Beinen. Es gab wieder viele Attraktionen für Steppkes. Am längsten anstehen mussten sie dabei wieder vor dem Bungee-Trampolin. Elektromobilität zog die Jüngsten in ihren Bann und auf die Batteriefahrzeuge. Dicht umlagert war natürlich auch die Feuerwehr. Geschmeckt hat das Angebot des Nachbarschaftshilfevereins. Das war der Rest von 10 Blechen Kuchen. Für Stimmung und gute Laune bei der älteren Generation sorgte das bunte Bühnenprogramm. Hier gaben sich Trommler, Tänzer und weitere Akteure große Mühe und die Klinke in die Hand. Stargast war diesmal Udo Lindenberg, konkret gesagt sein Double. Riesenapplaus erntete der Sternverschnitt und der Lebensräume-Chef Axel Fietzek für ein Duett zum Ausklang der Show. Hinter Horizont immer weiter, zusammen sind wir stark. Das mit uns ging so die Weiden. Das kann nie zu Ende sein. So was Großes geht nicht einfach so vorbei. Hey. Riesenapplaus für Axel! Zur Spätschicht der Unternehmen war am Freitagabend auch in Hoyerswerda eingeladen worden. Teilnehmer hatten die Möglichkeit, 11 Unternehmen kennenzulernen und hinter die Kulissen zu schauen, wie hier in der Lausitzer Ölmühle in der Bebelstraße der Hoyerswerda Altstadt. Andreas Grober hatte die Gäste durch die größte Leinölmühle Deutschlands geführt. Etwa 3000 Tonnen Leinsamen werden im Jahr verarbeitet. Der ist wie viele andere Rohstoffe auch wesentlich teurer geworden und das gleich um 100%. Knapp 1000 Liter Leinöl werden pro Jahr gewonnen. Daneben gibt es weitere Produkte wie etwa Seife aus Leinöl. Eis mit Leinöl und Zwiebelringen stand zum Verkosten bereit, klingt ungewöhnlich, hat aber gut geschmeckt. Im Lausitzbad hatte Sabine Litwin durch das Haus geführt. Die Interessierten bekamen auch hier einen Einblick in den aufwendigen Betrieb der Freizeiteinrichtung Nummer 1 in Hoyerswerda. Immerhin sind in den Becken mehr als 2,2 Millionen Liter Wasser, die alle 4 Stunden die Reinigungs- und Filteranlagen im Keller durchlaufen. Auch dieser Bereich, wie das gesamte Bad, sollen im kommenden Jahr mit Mitteln aus dem Strukturfördertopf saniert werden. Und für die Teilnehmer der 4. Tour öffnete unter anderem das Lausitzer Seenlandklinikum seine Pforten.
Den Besuchern wurden Einblicke in die moderne Ausstattung und das Arbeitsumfeld im Krankenhaus geboten. Nach einer kurzen Präsentation führte Laborleiter Steffen Vogel durch das Institut für Laboratoriumsmedizin, Mikrobiologie und Krankenhaushygiene. Er erklärte den Weg, den das Blut von der Abnahme bis zum Ergebnis des großen Blutbildes gehen muss und dass dafür 180 Sekunden genügen. Zum Abschluss wurde noch die Arbeit im Bereich der Mikrobiologie und die Funktion der Blutbank erklärt. Diese und viele weitere Eindrücke konnten die Besucher dann auch hier mit nach Hause nehmen. Wie lässt sich das Wetter am besten beschreiben? Natürlich mit Fotos. Ob Regen, Sonne oder Schnee. Das Handy gezückt und eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Wer sein Auto nicht im sprichwörtlichen Regen stehen lassen will, stellt es am besten in einer Garage. In Bischofswerda sind jetzt 50 dieser überdachten Stellplätze gebaut worden. Auf dem Areal war zuvor immer wieder unerlaubt Müll entsorgt worden. Das und weitere Meldungen sehen Sie jetzt. In der Bischofswerda Südstadt ist ein neuer Garagenstandort entstanden. Errichtet wurden die etwa 50 überdachten Stellplätze von einer Firma aus Bayern, die deutschlandweit Garagenplätze entwickelt und vermietet. Bebaut wurde dafür das Areal zwischen der Turnhalle Süd und der Dietrich-Bonhoeffer-Straße, das zuvor vor allem der illegalen Müllentsorgung diente. Die Stadt Bischofswerda hat bereits vor 3 Jahren beschlossen, den Weiterverkauf von Garagen auf städtischen Garagenstandorten zu untersagen. Die Anlage an der Lessingstraße wurde zum Teil privatisiert. Die Commerzbank halbiert die Anzahl ihrer Filialen in der Oberlausitz. Nachdem bereits zu Jahresbeginn bekannt geworden war, dass die Zweigstellen in Bischofswerda und Löbau dauerhaft geschlossen bleiben, so gilt dies laut neuesten Aussagen des Unternehmens auch für Zittau. Diese Filiale ist seit Beginn der Corona-Krise geschlossen und soll nicht wieder geöffnet werden. Übrig bleiben dann nur noch die Standorte Bautzen, Hoyerswerda und Görlitz. Insgesamt schließt die Commerzbank deutschlandweit bis Ende 2022 340 ihrer bislang 790 Filialen. Hauptgrund ist laut einem Sprecher der zunehmende Anteil des Online-Bankings an den Bankgeschäften. In der Gemeinde Panschwitz-Kuckau ist Bürgermeister Markus Kreuz für weitere 7 Jahre wiedergewählt worden. Am Sonntag erhielt er mit fast 83% eine eindeutige Mehrheit der Stimmen, so der Verwaltungsverband am Klosterwasser. Für die rund 1600 Wahlberechtigten stand der CDU-Mann als einziger Kandidat auf dem Wahlzettel. Insgesamt erhielt er 383 der 430 gültigen Stimmen. Deutschlandweit wird vom 26. September bis zum 3. Oktober die Interkulturelle Woche 2021 gefeiert. Ziel der jährlich stattfindenden Aktionswoche ist es, fremde Kulturen und Lebensweisen besser kennenzulernen. Der Landkreis Oberspreewald-Lausitz sucht hierfür noch Vorschläge für mögliche Veranstaltungen. Bis zum 15. August können Ideen und Vorschläge an die Integrationsbeauftragte Katrin Tupai per E-Mail an katrin-tupai@osl-online.de eingesendet werden. Auch die Landkreise Bautzen und Görlitz suchen noch Vorschläge für die Aktionswoche. Auf den Webseiten der Stadt Görlitz und Bautzen unter dem Punkt Aktuelles erhalten Sie alle weiteren Informationen. Am Samstag kenterte ein junges Paar mit ihrem Schlauchboot auf der Neiße. Die Frau konnte sich ans Ufer retten, jedoch wird ihr Mann weiterhin vermisst. Seit dem Unfall, welcher sich an einem Wehr in Höhe der Ortschaft Deutsch-Ossig ereignete, sucht die Polizei den 34-Jährigen mit Hubschraubern und Suchhunden. Die 32-jährige Ehefrau des Vermissten erlitt einen Schock und wurde von den Rettungskräften versorgt. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Vermisste noch nicht gefunden werden. Durch die Entspannung der Corona-Lage konnte die Elbe-Elster-Kreismeisterschaft im Laufen kürzlich stattfinden. Die Organisatoren vom SV Neptun 08 Finsterwalde sorgten unter Einhaltung der Corona-Regeln für einen reibungslosen Ablauf. 3.000, 5.000 und als Hauptlauf 10.000 Meter standen im Finsterwalder Stadion des Friedens auf dem Programm. Seriensieger Martin Mittelstädt von Neptun 08 war am schnellsten unterwegs und holte sich mit 36 Minuten und 11 Sekunden den Sieg. Ebenso ungefährdet war der Sieg von Marit Brandt bei den Frauen in 45 Minuten und 12 Sekunden. Spaß am echten Wettkampf hatten auch Sohn Paul, der schnellster beim Nachwuchs über die 3000 Meter Strecke wurde. Und Vivian Mittag vom ASC holte sich den Sieg über die 5000 Meter.
Die Kreismeisterschaft macht jetzt Hoffnung auf den 12. September für das Finsterwalder Dutzend. Unter Berücksichtigung der konkreten Lage der Corona-Pandemie wolle man den Lauf durchführen und als Event für Schulen und in der Stadt Finsterwalde starten. Für kunstinteressierte Jugendliche findet vom 20. bis 23. Juli ein besonderes Kunstprojekt auf dem Atelierhof in Währenzheim statt. In dem Workshop Spannende Kunstobjekte konstruieren und bauen sollen unter Anleitung der Tischlerin und Designerin Nadine Thaler kinetische Objekte und Skulpturen entstehen. Diese werden durch Wind und Mechanik angetrieben. Dadurch entfalten sie mit Bewegung und Rhythmus eine tolle Wirkung. Mit dabei ist der Musiker Sebastian Pöschel. Mit ihm gemeinsam soll zu den Objekten eine passende Klangkomposition entwickelt werden. Teilnehmen können kunstinteressierte Jugendliche im Alter von 14 bis 22 Jahren. Wer mitmachen möchte, kann sich formlos per E-Mail an kunstcamp@nadinthaler.de wenden. Für Verpflegung ist gesorgt, die Teilnahme ist kostenlos. Die Ergebnisse sollen als gemeinsame Performance im Rahmen der Open Art Lausitz am 6. August öffentlich präsentiert werden. In Löbau führte Startup Lausitz erneut ein Intensivcamp für Jungunternehmer und Gründer in der sächsischen Lausitz durch. Eine Woche leben und arbeiten die Teilnehmer in einer kleinen Gruppe zusammen, um sich auszutauschen und den Fokus ganz auf ihre Ideen zu legen. Unser Kollege Jörg Pieler war vor Ort und berichtet vom Netzwerktreffen. Vom 20. bis 24. Juni lud das Startup Lausitz zum Intensivcamp ins Haus Schminke in Löbau ein. Startup Lausitz versteht sich als das Gründerökosystem der Lausitz. Seit vielen Jahren besteht ein allumfassendes Netzwerk und Angebot für Gründungswillige, Investoren, Mentoren, Netzwerker und Interessierte. Leiter des Gründungszentrums Zukunft Lausitz, Marcel Linge, erzählte uns, welche Inhalte in diesem Camp behandelt wurden. Wir haben in den letzten Tagen vorwiegend Präsentationen geübt, die Idee ausgefeilt, sicherlich auch mal die eine oder andere Zahl hin und her geschoben und auch mal eine Unwirtschaftlichkeit errechnet und geschaut, wie können wir das Ganze vielleicht korrigieren. Es spielt dabei keine Rolle, mit welchen beruflichen Hintergründen die Teilnehmer das Camp besuchten. Wir haben wirklich von dem Freiberufler über den Handwerker bis zum Akademiker alle Ideen dabei. Nicht jetzt aktuell in dem Camp, aber in dem Camp, was wir vorige Woche in der Brandenburger Lausitz hatten. Auch Akademiker, welche promovieren mit einem gewissen Thema. Aber wir freuen uns auch über jede handwerkliche oder handelsübliche, herkömmliche Gründung, die skaliert werden möchte oder die überhaupt erstmal in den Start gebracht werden möchte. Die Teilnehmer selbst nahmen die Idee, sich eine Woche intensiv mit Gleichgesinnten auszutauschen, dankend an und zogen folgende Resümees. Dass es viele Initiativen, viele Projekte gibt, aber die Leute untereinander manchmal gar nichts voneinander wissen. Und das ist sozusagen auch hier ganz wunderbar, wie sich Leute aus Cottbus, aus Zittau, aus Bautzen sozusagen zusammentun, in so einer Woche auch konzentriert an ihren Ideen arbeiten können, aber vor allen Dingen in Austausch kommen. Und auch gucken, wie kann man sich untereinander unterstützen. Wenn man zu Hause in seinem Kämmerlein sitzt, wird man so betriebsblind und man bekommt kein Feedback von außen. Und ich habe das gelesen, dass es hier ein Camp gibt und da habe ich gedacht, da muss ich nochmal teilnehmen. Und ich habe so viel mitgenommen bis jetzt. Ich bin 3 Tage hier. Wir haben über Marketing gesprochen, wir haben über Finanzierung gesprochen, wir haben über Fördermöglichkeiten gesprochen. Worauf muss ich achten, wenn ich Mitarbeiter einstellen möchte? Welche Versicherungen brauche ich, dass man das alles nochmal auffrischt? Und ich habe in manchen Augenblicken gemerkt, oh, da musst du nochmal prüfen, ja? Dann gucken wir auch in die Zukunft. Wir gucken nochmal über den Businessplan. Ist das, was du machst, immer noch rentabel? Oder solltest du dich vielleicht umorientieren, ja. Damit aber das ganze Thema nicht zu trocken wurde, sind im Zusammenhang des angeregten Austausches natürlich auch die Annehmlichkeiten von Partnerschaften nicht zu kurz gekommen. Na, das Bier ist zum Beispiel eine ganz junge Gründung. Ich müsste lügen, ich glaube Anfang des Jahres hat sich jemand selbstständig gemacht in Görlitz mit einer eigenen Brauerei, braut sozusagen selbst, verkauft das Bier und ich fand einfach, dass es gut hier zu dem Anlass passt und wir haben das mal ausprobiert und eigentlich sind alle glücklich, schmeckt gut, Leute sind begeistert und das ist natürlich was hier aus der Region um die Ecke. Dass die Lausitz als Gründungsstandort sehr geeignet ist, mag noch nicht jedem bewusst sein. Die Gründung eines Unternehmens und der damit verbundene Aufbau eines Netzwerkes ist ein langer und oft schwieriger Prozess. So ist das Startup Lausitz mit seinem Netzwerkcamps ein wesentlicher Brückenbauer für bestehende und zukünftige Unternehmen.
denke ich, ist es ein Puzzleteil in einem relativ großen, komplexen Prozess, der hoffentlich dazu beiträgt, dass die Menschen den Mut finden, zu gründen und, sag ich mal, auch diesen Schritt nicht bereuen, sondern eher zum Erfolg führen. Und auch das könnte, sag ich mal, nur gut für die Lausitz oder für die Oberlausitz sein, dass diese Region eben auch nach außen hin dafür bekannt wird, dass man hier gut gründen kann und auch erfolgreich ist. Und es ist nicht nur schöne Seen und schöne Berge, sondern eben auch gute Arbeits- und Lebensbedingungen. Unterm Strich war es eine gelungene und lehrreiche Veranstaltung. In einem angenehm idyllischen Ambiente wurden viele Möglichkeiten aufgezeigt und erklärt. Marcel Linge wies aber noch einmal auf das Wesentliche dieser Veranstaltung hin. Wichtig ist, dass die Gruppe erstmal wächst, sich gegenseitig Feedback gibt, dass man sich traut mitzumachen, dass man traut auch was zu sagen. Und das ist, glaube ich, immer die größte Hemmschwelle, weil wenn du dich selbstständig machst, ist das einfachste Medium, das zu multiplizieren. Weil das einfachste Werbemedium neben natürlich Fernsehen, Radio oder. Und das haben die in der Woche verstanden. Entdecken Sie Rosaxan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosaxan. In Rosaxan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Nun folgt unser aktueller Polizeibericht. Am Samstag kam es in Hoyerswerda zu einem schweren Unfall zweier Pkw. 7 Verletzte und hoher Sachschaden waren die Folge. Diese und weitere Polizeimeldungen haben wir nun für Sie. Zu einem schweren Unfall ist es ab Samstagnachmittag in Hoyerswerda gekommen. Ein Renault-Fahrer hatte an der Deugenhausener Kreuzung beim Abbiegen nach Wittichenau ein Auto im Gegenverkehr übersehen. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden 7 Personen in den Autos zum Teil schwer verletzt. Zudem mussten 20.000 Euro Sachschaden bilanziert werden. Ein Betrunkener hat am Sonntagmorgen in Leipe seinen Mercedes geschrottet. Der 27-Jährige kam aus Lauter und hatte in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw verloren. Er kam von der Fahrbahn ab, rammte eine Straßenlaterne, überschlug sich anschließend mehrfach und kam schließlich an einem Zaun zum Stehen. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von über 1,8 Promille. 2 Insassen wurden schwer verletzt. Dazu kommt Sachschaden in Höhe von ca. 70.000 Euro. In der Max-Planck-Straße in Bautzen haben am Sonntagabend Unbekannte einen Sperrmüllhaufen vor einem Clubhaus in Brand gesetzt. Das Feuer griff auf die Fassade über, die dabei in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der zügige Einsatz der Feuerwehr hat das Abbrennen des Gebäudes verhindert. Der Schaden wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt. 2 Radfahrer sind am Sonntagnachmittag an der Berliner Straße in Weißwasser zusammengefahren. Ein 13-Jähriger war an der Einmündung zur Mühlenstraße an einer nicht einsehbaren Hausecke nach links abgebogen. Dabei kam ihm ein 57-Jähriger auf seinem Rad entgegen. Er stürzte, verletzte sich und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Am Samstagabend hat die Polizei in Bad Liebenwerda nach einem Hinweis an den Luckauer Wiesen 2 13-Jährige erwischt. Sie hatten für ihr Alter ordentlich getankt. Tests ergaben über 1,2 und 1,4 Promille Alkohol im Blut. Dazu hatten sie auch noch Cannabis genommen. Die Jungen wurden ihren Eltern übergeben und Strafverfahren eingeleitet. Gleich haben wir für Sie die Wetteraussichten der kommenden Tage. Zuvor schauen wir aber nun erst einmal auf ein historisches Ereignis in Bautzen. Der Dom am Fleischmarkt zählt als ältester Kirchenstandort in der Lausitz. Bereits um das Jahr 1000 wurde hier die erste Pfarrkirche errichtet. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Der Dom St. Petri in Bautzen zählt zu den wichtigsten Kirchenbauten Sachsens und ist der älteste Kirchenstandort der Oberlausitz. Um 1000 wurde an dieser Stelle die erste Pfarrkirche errichtet. 1213 bis 21 erfolgte die Gründung des Domstiftes St. Petri und der erste Dombau. Nach 1430 erhielt der Dom seine heutige Gestalt. 1456 bis 63 wurde das vierte südliche Schiff errichtet und 1492 bis 97 fand der spätgotische Hallenbau seinen Abschluss.
Nach dem Stadtbrand von 1634 wurde der Bau wiederhergestellt und das Innere im barocken Stil gestaltet. Von den zwei geplanten Türmen wurde nur der Südturm ausgeführt und 1664 mit einer Barockhaube versehen. Seit der Reformation 1524 ist der Dom Simultankirche, das heißt katholische und evangelische Gottesdienste finden daran statt. 1921 wurde er Kathedrale des Bistums Meißen und ist seit 1980 Konkathedrale des Bistums Dresden-Meißen. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Heute war der Tag in den meisten Gebieten bewölkt mit Temperaturen um 19 Grad. Im Verlauf des Tages steigen die Temperaturen bis 26 Grad im Spree-Neiße-Kreis. In der Nacht werden Temperaturen um 16 Grad erwartet. Dabei bleibt es trocken mit leichtem Wind aus Richtung Südosten. Am Dienstag bleibt es warm bei Temperaturen bis 30 Grad. Der Tag bleibt weitestgehend trocken. Erst gegen Abend werden örtlich Regenschauer erwartet. Der Himmel bleibt bewölkt. Es weht ein leichter Wind. Am Mittwoch kann es nochmal nass werden, mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 60-70%. Im Tagesverlauf bleibt es bewölkt und es wird nicht wärmer als 26 Grad. Die Nacht wird klar, bei einem mäßigen Wind aus Südosten. Der Donnerstag zeigt sich von einer besseren Seite. Die Temperaturen halten sich weiterhin stabil bei maximal 26 Grad. Schauer werden nur noch vereinzelt erwartet und die Sonne zeigt sich bis zu 15 Stunden. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Das gesamte Team wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Alle Meldungen gibt es wie immer zum Nachlesen auf unserer Homepage www.lausitzwelle.de oder auf unserem YouTube-Kanal Lausitz Zeitgeschehen. Wir sind morgen wieder zu gewohnter Zeit zurück. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.